Mal zu Lawine. Es ist ein Flugboot, respektive sieht übrigens aus wie ein Wal. Erinnert mich voll an so ein Wal, auch wegen der Bemalung. Ein Flugboot, Schrägstrich, schwerer Bomber, Schrägstrich, Schlachtflugzeug. Ich habe an Bord 7 Browning, viermal Kanzeln, Maschinengewehre, bei der einen Kanzel zweimal, bei der anderen viermal. Mehrere tausend Schuss an Bord. Ich glaube, das ist, also meine Offensivbewaffnung hat 2000, dann kommt glaube ich 3000 und die andere Kanzel hat sogar 4000 Schuss. Und 500 Pfund Bomben, also 266 Kilo, habe ich auch noch an Bord und die maximale Geschwindigkeit ausfliegen würde 418 Kilometer. Das Ding ist eigentlich relativ geil. Das ist noch nicht fertig modifiziert hier. Aber ich hoffe immer darauf, dass die Schützen trotzdem einiges leisten. Denn die sind hier bei mir ganz gut, aber die Kanzel sieht eigentlich aus schon als schon ein Flugzeug weg. Die Kanzel. Den Conehead erinnert mich diese Kanzel. So, Bodeneinheiten sind weg. War das jetzt zwei oder vier? Ah, fuck. Also hier ist tatsächlich nicht das Kaliber, sondern einfach die Masse, die hier hoffentlich dafür sorgt, weniger. Wenn ich offensiv schieße und natürlich ranzoome, ich sehe den Zielpunkt nicht. Und das ist ein bisschen blöd. Das heißt, das Ranzoomen hier lohnt sich überhaupt nicht. Den hier wegbomben, das würde vielleicht helfen. Und oh, ich stürze ab. Oh, was ist jetzt so? Oh. Ich habe ihn gekillt. Eigentlich hätte ich mir gerade die Flügel abreißen. Ich fliege ja noch. Okay. Ich habe zwei da weggerissen. Ich habe zwei Flugzeuge weggebombt. Oh, der fliegt aber schlecht jetzt. Aber er fliegt noch. Dass ich das überhaupt überlebt habe. Ich meine, ich war auch am Boden. Ich war abgestürzt. Aber hier, dieser Walbauch, der macht natürlich alles wieder wett. Vielleicht kriege ich den noch runter hier. Oh, der fliegt. Der fliegt in mich rein. Der fliegt in mich rein, dieser Ficker. Ah, oh, du kleiner Bastard. Was für ein Lappen, ey. Okay, ich mach gleich noch eine Runde. Ich will jetzt gar nicht. Ich fliege hier die anderen weiter, aber gibt's eine Runde Sunderland. Bis gleich. So. Mittlerweile habe ich die Sunderland komplett fertig modifiziert und so soll das auch sein. Hat nicht lange gedauert. Wir haben jetzt noch zwei Runden am Stück gewonnen gehabt. Dann bin ich glaube ich noch eine und dann war das Ding eigentlich schon fertig. Ja, so sieht es aus, wie ich schieße. Da sieht man auch, von wo geschossen wird. Also die Kanzel vorne, klar, die kann ich nicht bedienen. Ich schieße halt wirklich links und rechts da aus dem Bug heraus. Wirklich wie ein Wal. Ich muss immer noch grinsen, weil ich vorhin diesen Crash überlebt habe. Einfach nur aufgrund seiner, ich sag mal, der Bauchigkeit des Flugzeuges. Und wenn man bedenkt, ich dachte wirklich, ja, ich habe gerade einen Screenshot gemacht, weil das so schön aussah. Das werde ich als Thumbnail nehmen. Ja, warum auch nicht? Nee, und das sah schon ziemlich krass aus, fand ich. Ich meine, ich bin eigentlich effektiv abgestürzt. Aber trotzdem überlebt. Und vorher noch zwei weggerissen mit Bomben. Das war schon eine schöne Sache. Hatte ich eigentlich Glück gehabt, dass mich die Detonationswucht nicht selbst irgendwie weggerissen hat. Womit ich eigentlich gerechnet habe. So, mal gucken, was ich hier noch so weggefetzt kriege. Das Blöde ist bei diesem Flugzeug, anders als bei, ich muss sagen, jetzt mal richtigen Schlachtflugzeugen, die jetzt keine Kufen dran haben, also nicht so eine Flugboote sind hier, es ist relativ, man kann schlecht Manöver machen. Man sieht es ja hier, ich habe Probleme, das wirklich im Gleichgewicht zu halten. Er ist weg! Noch ein Flugzeug zerstört hinter mir. Boah. Ich gehe davon aus, das war ein Doppeldecker hinter mir. Aber man sieht, wenn man ein bisschen weiß, wie man sein Flugzeug, in welche Richtung man das halten muss. Ich musste auch lange üben. Ich hab die früher gar nicht bewegt. Hab nur versucht, irgendwie abzuhauen. Vielleicht krieg ich den hier noch weg. Nee. Ich sag ja, es ist schon irgendwie schwierig.
Also es ist ziemlich wackelig. Noch einer weg. Ist doch eine schöne Sache hier. Krieg ich den auch noch? Ich meine, ich bin nicht schnell genug, ne? Aber hier ist es jetzt natürlich so, der schießt die Kanzel und ich schieße ja nebenbei auch noch. Das ist schon fatal. Da kann man natürlich, ich sag mal, leichtere Flugzeuge schnell wegkriegen. Schön viele Abschusshilfen hier. Und wie man sieht, oder wie ihr seht, ich zoome hier nicht ran beim Schießen. Das lohnt sich überhaupt nicht hier. Gott, ey, die schießen aber auch ziemlich akkurat hier. Die verkackte Flak da unten. Oh. Und man sieht, ich kriege hier wirklich was ab. Da, wenn das wegfliegt, dann ist kurz danach auch dann Ende. Ich mache noch ein paar Treffer hier, aber oh, und weg bin ich. Aber gut, dieses Match mache ich jetzt mal zu Ende. 1517 Punkte in der kurzen Zeit, das ist eine ganze Menge. Das waren jetzt 3 Minuten oder so. Und was nehme ich denn jetzt? Den Beaufort. Beaufort hätte ich früher gesagt. Man sagt ja auch nicht Beauty, sondern Beauty. Aber keine Ahnung, ich habe die Worte ja nicht erfunden oder keine Ahnung, wo die herstammen. Also Beaufort, ich gehe davon aus, dass Beaufort heißt, weil es heißt ja Beaufighter und ich habe ja Beaufighter gesagt, weil es für mich irgendwie logisch erschien. Gut, darum geht es jetzt nicht. Das Ding ist jedenfalls auch geil, die Beaufort, weil ich habe zwar keine Offensivbewaffnung, aber ich habe richtig schön geile Heckbewaffnung, 12,7 cm. Damit habe ich auch schon alles mögliche weggerissen, auch mal 3 hintereinander, einfach weil die so dicht flogen, dass es deren Ende bedeutete. Der Vorteil hier ist, dass Flugzeug kann man auch besser steuern, also hat ein besseres Handling. Bin ein bisschen agiler damit. Wenn ich den Heckschützen höre, dann geht mir das Herz auf, sag mal. So, ja, auch schon wieder ein weg hier. Natürlich klar, für die, die jetzt, und wieder einer weg, für die, die jetzt irgendwie Probleme haben mit Jagdflugzeugen zu spielen, ich meine, naja, weiß ich nicht, muss man sich jetzt auch nicht schämen, ich meine, wenn ihr ein gutes Flugzeug habt, so wie den Beaufort hier zum Beispiel, ja, also wo wirklich noch gute Heckschütze mit bei sind, wo die Heckschütze auch fertig modifiziert sind, ja, bis zum Anschlag, dann schießen die natürlich auch so einiges ab. Ich meine, wenn ich nicht gerade von 3 oder mehr als einem verfolgt werde, dann gucke ich natürlich nicht nach hinten, aber ansonsten versuche ich die auch selber abzuschießen. Also manuell mit dem Heckgeschütz, wenn sich das irgendwie ergibt. Vielleicht kriege ich den hier noch weg. Hier ist einfach so, hier ist Handling alles. Ich muss halt zusehen, dass ich das Flugzeug irgendwie immer in einer vernünftigen Schussposition halten kann. Jetzt bin ich vorbeigeflogen. Wahnsinn. Das klingt so schön. Bodeneinheit ist weg. Ich habe jetzt nicht die Zeit, um wirklich nach hinten zu gucken. Ich will ja auch noch hier, vielleicht schaffe ich die Bodeneinheit auch noch. Yep. Das wird was. Ich kriege doch einige Treffer ab jetzt. Vielleicht schieße ich noch einen weg. Natürlich geile Sache. Oh, oh, oh. Wenn ich Glück habe, geht der Brand noch aus. Ist aber bei mir selten der Fall, also gerade bei den Briten jetzt. Aber er ist ausgegangen. Hätte schon mal Glückssack heute. Abschusshilfe. 2 Abschusshilfen hintereinander, ey. Also wird eher knapp hier. Ich weiß nicht, ob da noch einer reingeht. Ich kriege die E15 noch runter hier. Ja! Entschuldigung, also da habe ich mich jetzt gerade eigentlich gefreut. Muss ich mal sagen. Nimrod vielleicht auch noch. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen schwer. Und noch einer weg. Wenn der jetzt auch noch die Nimrod jetzt, Yoloma. Yoloma. Oh! Und wir haben es geschafft. Flügelmann, erster Platz, super Sache. Ich sag mal, Terror des Himmels schon wieder. Danke fürs Zuschauen. War das eine geile Sache? Jetzt freue ich mich. Jetzt freue ich mich. Was wollte ich sagen? Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Tut euch nicht weh. Würde mir helfen. Oder wird mir helfen. Und ja, viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, ciao, ciao.